Ja, willkommen zurück zu Pokémon Spirit, ein Pokémon-Fangame von Iris Plays und Osoma LP. Und es geht jetzt hier weiter. Im vorigen Part war ich ziemlich lost, gebe ich offen und ehrlich zu. Da, habe ich vergeblich Route 4 gesucht, aber ich denke mal, jetzt habe ich sie hier gefunden. Hier ist jetzt Route 4. Okay, dann wollen wir uns mal hier umschauen. Sieht aus wie so eine Art Farm. Jedenfalls hier vom Style her. Ah! Und die Musik passt. Das ist die Musik von der Lon Lon Farm aus Ocarina of Time. Aus Zelda Ocarina of Time. If ya... Ich hasse dieses Ja. Wie sie sagt, nicht einfach you, ne? Want to buy some... ist wahrscheinlich ein Akzent, denn da soll wahrscheinlich ein Akzent sein. If ya want to buy some fresh milk, you have to defeat me first. Okay, ein überraschender Kampf, aber gegen einen Farmer, der sicherlich, was hat er? Ja, ich wollte gerade sagen, sicherlich Pflanzen-Pokémon, aber, hier haben wir jetzt Eevee, also Evoli. Achso, ja, ich habe ja Kappadoa gefangen. Moment mal, ich habe die nicht aufgefrischt. Gut, dann ist Delcati eben. Muss Delcati eben einspringen. So, einmal Tackle. So, komm. Genauigkeit verringert. Ah, aber trotzdem. Ah, dann wieder ein Critical Hit, wenn es dann nicht passt, ne? Okay, ja. Level 10 hat Kapado erreicht. Bin ja mal gespannt, mit welchem Level sich ein Kappador in diesem Fangame entwickelt, also zum Garados zu werden dann. So, Bearcart. The milk from our milk tank is the best. Hey, nochmal mit ihm sprechen. Ja, see? I knew you'd be strong. Okay. Das ist sicherlich sein Gebäude oder Northern Central Farm. Moment mal, da ist doch ein Schaf hier, ne? Dieses Schaf-Pokémon. Ach so, das ist nicht zum Bekämpfen, sondern manchmal laufen auch Pokémon rum, die man bekämpfen kann, wie zum Beispiel Pichu. So, was guckt sie sich da für ein Bild an? Why are you looking so weird at me? Don't you know that I'm the owner of this farm? I inherited this farm from my grandfather. Ah, das ist geerbt hier, wa? Well, do you want to buy some fresh Mumu Milk? Erstmal schauen, wie teuer die ist. One Mumu Milk cost... Ja, komm, nehmen wir mal einmal mit hier. Eins reicht, ja. Ne? Genau. Sagt sie jetzt noch irgendwas anderes? Sie sagt immer das Gleiche und man kann den immer wieder... Kumu-Milch kaufen. Nein. Well then, until next time. Ist doch bestimmt, weil ja immer auch geschrieben wurde, dass jedes... this sink is custom made. Das hier, okay. Okay, dass solche Objekte auch gewisse Interaktionssätze haben hier. A picture of the sunset on a beach. Regal bestimmt auch, oder? Hier, das ist der Tisch nicht, wenn ich mich da hinsetze, ne? Was? Moment. Ich hätte jetzt gedacht, ich war jetzt der festen Überzeugung, dass jetzt da stehen würde, Mouse of the Books about Pokémon, aber hier, The Life on a Farm, ja. Wir befinden uns auf einer Farm und ich denke mal, das ist sehr naheliegend. So, Northern Central Farm, das Schild habe ich schon gelesen. So, jetzt gibt es ja hier noch bestimmt Trainer, ne? Ja. It ain't much, but it's honest work. Kleiner Zungenbrecher war das eben. Margo. Okay. Aber jetzt hier, dieses Schaf. Ich weiß nicht mehr, wie es im Deutschen heißt, dieses Schaf. Ich kenne es aber. Ich würde mal sagen, Delcati. Das ist auch ein Elektro-Pokémon, meine ich. Ja. Hat man ja auch hier Thundershock.
Oh! Critical Hit und das war ja ganz gut. Noch schöne Erfahrungspunkte hier bekommen. Kombi. Sagt mir jetzt nichts mehr. Das ist das bestimmt. Das klingt nach einem Insekten-Pokémon. Deswegen wollen wir auf Talo wechseln. Weil Bee ist. Ja, ist auch ein Insekten-Pokémon. Darum Wing Attack. Super effektiv, das war klar. Okay. Haze. Was? Haze a good way to feed Pokémon. Also, ich hab's noch nie gesehen, dass ein Pokémon Heu gegessen hat. Okay. Ja. Auf. Achso, der hat auch so einen Akzent. Okay. Nicht Akzent, sondern so ein Dialekt, so einen ländlichen Dialekt. Auf, ja, Bean, Buddy. Okay, da ist soweit nichts. Moment, ich gucke mal ganz kurz da oben. Da war ja nur dieses Schaf. Und das ist ein Miltank hier wahrscheinlich, ne? Freundliches Miltank, denke ich mal. Okay, dann geht's jetzt mal weiter hier. Ja. Okay, hier sind noch. Ich spreche jetzt nicht mit jedem einzelnen Pokémon da. Die geben ja sowieso nur Laute von sich, deswegen. Na, der ist ein bisschen kurzsichtig. Okay, dann geht man mich mal hier hin, zu ihm. It's such a hard work. I'mma take a rest. Auch wieder so ein Farmer hier, naja. Also auf der Karte, da, also auf der Spielkarte, da eben sah es so aus wie ein kleiner Junge irgendwie. Aber das sind ja so. Das sind ja so sowieso die meisten. So, ja, sehen so chibi-artig aus. Der Cutty, ja, würde man sagen, ja, der Cutty hat sich ganz gut bewährt, auch gegen die andere Mary. Also gegen das andere Mary. Zwei. Ja, scheiße, Paralyse, ich hasse das einfach mal. Paralyse ist für mich sowieso seit Pokémon Purpur. Ich habe Pokémon Purpur nicht lange gespielt, werde ich aber irgendwann mal fortsetzen. Aber in der Zeit, in der ich das gespielt habe, ich habe, glaube ich, 3 Arena-Leiter besiegt. Und da hatte ich auch einmal Paralyse bekommen. Und 6 Runden lang war das Pokémon paralysiert. Das heißt, es konnte nicht angreifen. Und ich weiß nicht, wie lange es noch weitergegangen wäre, wenn ich nicht noch das ausgewechselt hätte. Da wäre es wahrscheinlich noch eine 7. oder eine 8. oder vielleicht auch eine 9. oder 10. Runde noch paralysiert gewesen. Ne? Also, das war richtig übel. 6 Runden habe ich. Und da hab ich mir so gedacht, nee, jetzt wechselst du das Pokémon. Weil das hat gar nicht mehr angegriffen. Ich kann ja verstehen, 1 oder 2 Runden hintereinander, okay. Aber 6 Runden, nee. Also, das war ziemlich unausgegoren. Unausgeglichen. Kroagang sagt mir jetzt nichts. Aber da der Cutty paralysiert ist und auch nicht mehr so viel Lebenspunkte hat, werde ich natürlich wechseln. Ja, nehmen wir mal das Klopster. Wo ich hätte auch eher. Naja, ich weiß ja nicht, was für ein Pokémon. Ach so, so. Der ist das. Ah, okay. Die kenne ich auch, ja. Ich weiß nur nicht mehr, wie die meisten. Wie bei es bei den meisten der Fall ist. Außer eben meiner ersten Generation. Die kenne ich fast alle. Mit Namen. Ich glaube, 1 oder 2 vielleicht nicht, aber sonst soweit alle. Was hat er eben gesagt? No, I'm resting. Thanks. Was für den. Dass ich dich besiegt habe? Dafür bedankst du dich? Okay. Ja, gucken wir mal, was hier für Pokémon sind. Ah, hier könnte ich mir. Ah, hier. Oh, hier hätte ich gut leveln können, wahrscheinlich, ne? Als ich dann trainiert habe. Aber okay. Ich würde mal sagen, ja, weil es ein Elektro-Pokémon ist, ist ein Feuer-Pokémon hier ganz gut. Thunderwave. Lame. Paralyse ist einfach nur dumm, ganz ehrlich. Das Nervige an Paralyse ist, es zieht sich auch über den Kampf hinaus fort. Okay, das waren jetzt aber nicht gerade viele Erfahrungspunkte. Also hätte ich doch nicht so gut trainieren können. Ja, gleich im Erstgrad-Special wieder Kampf, ey. Kann doch nicht angehen. Moment mal, ich habe ja noch nicht mehr Reap.
mir mal kurz überlegen. Machen wir es mal so. Haben wir hier Tackle. Damit fange ich mir das mal. So, einmal. Tackle würde ausreichen, denke ich mal. Obwohl, ja, Level 17. Ja, okay. Ja, alle sind paralysiert jetzt hier. Das ist doch scheiße. So. Ich denke mal, normalen Pokéball würde ausreichen. Für Evoli habe ich übrigens einen Superball verwendet. Evoli wollte ich unbedingt haben. Und Mary was caught. Mary's data was added to the Pokédex. It collects electricity in its fur. Collecting for any situation where they might come into danger. Due to this, the wool is very soft, fluffy and huggable. Nein, kein Nickname. Box 1, okay, alles klar. Und hier sind die... Oh nein! Nein, sag jetzt nicht, es kommt ein Kampf! Scheiße, ich will ja lieber die Pokémon erstmal wieder heilen vorher. Caesar! Oh nein! What? Caesar? What are you doing here? Ja, das kann ich nicht genau so fragen. I already defeated two of them. I leave the last one to you. But I don't think that your loser stand a chance against them. Wer hier der Loser sein wird, das werden wir noch sehen, mein Lieber. After you've defeated them, I'll fight you. Then you will find out that my true power, what my true power is. Even a Groudon looks like a Magikarp in comparison to me. Team Omni, Grunt Blue. Okay. Are you guys finished? I want to make it this quick. Now you will see what Team Omni is capable for. Of. So. For Team 3, we will fight for protection. Ist das jetzt ernsthaft sein? Na gut, die sind nur ein Pokémon. Super, okay. Level 17. Ich meine, dass Taylor da auch eine gute Chance hätte. Nehmen wir mal Taylor. Ist auch der einzige... Glaube ich. Na gut. Nicht der einzige, der jetzt nicht paralysiert ist, aber. So, Wing Attack. Sollte hier ganz gut helfen. Noch einmal. Alles klar. Und Halo hat Level 21 erreicht. Ja, Larissa wurde besiegt. No, let's get out of here. Team Omni Grunt Blue. Damn it, boys and girls, run for your lives. Well, I guess you did a good job. Oh, was? Ein Lob von ihm? What the heck? Kann das denn mal sein hier? But don't worry, I'll still fight. Aber nicht jetzt, bitte. Let me heal... Ach, oh, gut, das ist fair. Let me heal your Pokémon so that this fight will be fair. Das ist fair. Das finde ich klasse. Das finde ich gut. No, ready, set, go. Let's see who the better trainer is. Mal gucken hier. So. Der hat drei Pokémon. Hier steht auch Rival Caesar. Das Dumme ist, ich hätte jetzt... Hätte ich das gewusst, dann hätte ich... Ja gut, er braucht Erfahrungspunkte. Das ist ja die Sache, ne? So, jetzt ist die Frage. Also mit Halo war das ja ganz gut eben, aber... Na komm, nehmen wir trotzdem Halo. Wenn jetzt Konfusion oder sowas macht, das ist doch... Ja, scheiße, ne? Ja gut, das hat jetzt doch nicht so viel abgezogen, wie ich es befürchtet hatte. Aber Level 15 nur. Gibt es doch nicht. Doch, bei... Wie hieß das? Bei Roller. Quick Attack. Sollte eigentlich immer... Gut. Confused. Oh. Ja, gut.
Ja, wunderbar. Denn doch Wingattack los. Wehe, 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 wehe. Braver Taylor. Aaron, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach... Ich nehme das kurz. Ist das ein Wasser-Pokémon? Sieht irgendwie so wie ein Fisch aus. Ich kenne dieses Pokémon nicht. Also wenn es jetzt ein Pflanzen-Pokémon ist, ist gut. Ich probiere es einfach mal mit Fire Punch. So. Super effektiv, also ist dann wahrscheinlich eher Pflanzen-Pokémon. Ja. Und oh, schön viele Erfahrungspunkte hier. Das glaube ich, Screw to Level 21. Ja, sehr schön. Das ist gut. Tynamo. Tynamo war doch jetzt... Das war doch jetzt die Schwäche, die... Moment mal. Das ist jetzt... ja, das heißt, ich... Ah, Tynamo war... Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich meine, dass er... also, dass sein... Sein... Das ist jetzt wahrscheinlich die, sein Starter-Pokémon, ne? Dass das die Schwäche jetzt hier für ihn ist, ja? Also für... das Klops, deswegen nehme ich jetzt einen anderen hier. Wie kann ich den hier nehmen? Das wäre ja ganz gut. Bist du Pflanzen-Pokémon? Nee, Quatsch, Pflanzen-Pokémon nicht. Scheiße, ich habe kein... Warte mal, das ist ein Wasser-Pokémon. Ich habe aber kein Elektro-Pokémon hier, ne? Ach komm, nehmen wir einfach Butterfree. So. Nein, das ist ein Wasser-Pokémon, ne? Ja, das ist dieser Fisch, genau. Ja, Confusion, ne? Rain Dance. The heck? Ah, sehr schön. Boah, schön viele Erfahrungspunkte hier. Trying to learn... Ja, so Giftpuder, ja. Mal gucken. Ja, ich schau... Warte mal, delete... ja. Ja, erst mal gucken hier. Tackle will, möchte ich gerne... Ich mein Stringshot möchte ich... Brauche ich nicht mehr. Beim Poison-Puder macht... Ja, vergiftet ja nur eigentlich die Gegner. Macht keinen Primärschaden, aber dafür eben Vergiftungsschaden. Und Stringshot eigentlich gar nichts, ne? Hier steht da, the foe is bound to the silk blown from the user's mouth. The silk reduced the... Ja, komm. Das brauche ich nicht. Komm. Puff. Butterfree forgot Stringshot and learned Poison Powder. Was? Noch eine Attacke? Ja, mal kurz mal gucken. Was... Ist es das, was ich meine? The user gets a cloud of paralyzing powder. Ach so, paralyzing powder. Stump Spore. Hm. Which may leave the target with paralyzes. Brauche ich nicht, komm, brauche ich nicht. Ja, achso, ich habe eben auf Nein geklickt. Ja, das war ein Fehler. Ja, did not... Was? Ja, Sleep Powder will ich haben. Oh ja, das mit... Da, unbedingt hier. Yes. Artikel. Also ich habe jetzt Poison Powder, Bug Bite... Und Confusion vor allem habe ich ja auch, ne? Vor, ja, komm, Tackle. Puff, Butterfly, Tackle. And learned Sleep Powder. Meine Güte! Was er alles hier erlernen konnte. Drei Attacken hier. Auf einmal hier. That was unexpected. Ach, ne, das kam nicht unerwartet, das kam erwartet. Ganz ehrlich. Ich hab's erwartet, dass ich dich besiege.
Wow, you've gotten a lot stronger. I'm eager on fighting you again. Like a hoot hoot that is eager on smelling hay. I'm going to fight the first gym leader. Wish me luck. Weißt du, den habe ich schon besiegt. Okay. Ah, was will er denn jetzt so viel? Oh, ein Final. Eat my dirt like the cheap Marip you are. Das ist aber, spuckst aber noch immer noch große Töne, mein Lieber. Also ganz ehrlich, ganz unsympathisch wie der Rivale aus hier Pokémon. Hier, was war das noch? Kristall ist er jetzt nicht, aber unsympathisch. So, und jetzt geht es hier in eine Höhle hinein. Central Cave. Oha. Wir warten auch wieder. Was, Hicker? Wow, wow, wow. Hang in there, buddy. I know that you want to go to Central. Ach so, da geht es zur Hauptstadt, ne? But dude, the Diglets just started to dig a new tunnel. Everything could collapse if you are not careful. So please go away and come back later. Oh, okay. Dann geht es jetzt wahrscheinlich in Route 5 weiter dann, ne? Das heißt also, ich gehe jetzt zurück zu dieser Stadt. Moment mal. Karl, was ist sie denn hier? Wieso bist du jetzt da? Dich erwartet ein Kampf gegen Caesar. Der wollte doch gegen dich kämpfen. Warum bist du jetzt hier? Oh, hello, Final. I forgot to tell you something. Now that you have your first gym badge, you can choose what Pokémon gyms you want to do next. Das heißt, ich habe jetzt die freie Entscheidung. Okay. I'm not going to tell you in which direction you should go. Das heißt also, ich kann mir jetzt selber die Richtung aussuchen, in die ich gehen möchte. Das finde ich klasse, das finde ich gut gemacht. Go and explore the Baranta region. And if you meet Team Omni again, show them what a true Pokémon trainer is capable of. I think that they have something bad in mind. Ja, das glaube ich allerdings auch. Allerdings, ja, werde ich trotzdem meinem Plan folgen und hier durch Yami City gehen und dann in Richtung Route 5. Ich werde erstmal die Pokémon heilen. Also viel Fortschritt habe ich an diesem Part noch nicht gemacht. Gut, ein paar Kämpfe. Hab Route 4. Ja, bin nur durch Route 4 gegangen und naja. Komm, dann gucken. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann gucken wir uns noch mal kurz mal Route 5 näher an. So, da kam ja hier die unlogische Sache hier, dass er da reingeht und aber nicht drin vorhanden ist. Plötzlich, wenn man da rausgeht, kommt er dann wieder angeschissen. Ich weiß, das ist ein, ja, gewissermaßen ist es so eine Schleife, in die der ist. Das heißt also, immer wenn man hier diesen Bereich betritt, dann kommt er immer wieder angeschissen. Oh, der geht auch raus. Moment, das ist interessant. Was? Verschwindet wieder, okay. Also tatsächlich so eine Schleife dann, ne? Kommt er denn wieder? Egal. So, das ist jetzt Route 5. Und, was? The Crossroad Between Poor and Rich. Oh, das ist auch interessant. Diese Thematik. Der ist da oben, okay. Hier oben ist nichts. Ja, man muss ja immer mal gucken. Der will bestimmt gegen mich kämpfen, aber nicht mehr in diesem Part, erst im nächsten Part. Ich werde vielleicht noch ein bisschen trainieren, wobei ganz kurz mal, was für Pokémon haben wir hier? Damit ihr denn wisst, gegen welche Pokémon ich da eventuell trainiere denn. Hier sind wahrscheinlich auch noch stärkere, ne? Wenn ich hier eigentlich trainieren soll, statt eine Route 4, ne? Bei hier kommt es irgendwie nicht zum Kampf. Ah, jetzt. Oh, ein Hunduster. Ja, sehr schön.
Ja, da wollen wir doch mal fangen hier, ne? Nehmen wir mal Eevee und einmal hier Tackle. Oder Quick Attack. Level 9, ne? Obwohl, das wird ausreichen, glaube ich, oder? Ja. Okay. Und Duster. Ganz gut, aber brauche ich nicht. Ich habe ja schon Feuer-Pokémon, aber Feuer-Dunkel-Pokémon ist auch so gewissermaßen ja auch. Deswegen, aber einfach für, da will ich jetzt, wenn ich ihn habe. Ja. Ist der was? Ich wechsle nochmal. Und zwar auf Butterfree. Und seinem Schlafpulver. Weil der will jetzt keine Feuerattacke machen. Na gut. Ja. Sleep Powder. So. Schläft? Warum wacht er denn so schnell auf? Was ist das denn für ein Kack? Sag mal. Bringt? Sleep Powder überhaupt irgendwas in diesem Fangame. Wenn ich immer gleich wieder... Ja, gut, ist jetzt im Schlafen. Sehr schön, danke. Ich wollte gerade schon fragen, bringt das überhaupt irgendetwas, wenn Pokémon gleich wieder aufwachen? Sehr schön. Das war's, ja... It attacks hikers at night to steal their food. It lives near shady places and loves causing trouble all day long. Okay. Nein. Okay. Box 1. Sehr schön. Ja, zum Beispiel Hunduster kann man hier fangen. Wie gesagt, ich werde hier eventuell ein bisschen trainieren. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall geht es dann im nächsten Part hier weiter. Ich denke mal... Ich weiß nicht, ob ich gegen den alten Mann kämpfe, wenn ich mich ihm nähere und der dann von oben herab sagt, ja, lass uns kämpfen und dann irgendwie runtergeht. Weiß ich nicht, was da passiert. Oder vielleicht muss ich auch erstmal auf seine Ebene kommen. Kann auch gut sein. Das werden wir alles im nächsten Part erfahren, indem wir uns dann wiedersehen werden. Bis dann. Tschüss.